Hallo und willkommen zu einer Folge von Prop Hunt. Ja, wie ihr seht, habe ich gerade das Spiel hier angefangen. Bin gerade erst gejoint. Und ja, erstmal warten, hier, bis es zu Ende ist. Aber das dürfte auch nicht so lange dauern. Erstmal gucken, wo der eine Prop ist. Ah, das kann man nicht sehen, okay. Schade. Naja. Ja. Wollen wir mal schauen. Oh, ich wollte schon sagen. Komischer Fehler. Da sind ja nur noch 50 Sekunden, von daher. Ich habe mich entschieden, ein Prop Hunt Video zu machen, weil die meisten Leute es mögen an sich. Ich weiß nicht, ob das hier bei mir so gut enden wird. Aber naja, wir werden es ja sehen, wie das enden wird hier. Na, da hat man schon gewonnen, ja. So, ich muss mich hier verstecken. Jetzt gerade. Ja, Prop Hunt ist für die meisten, die es nicht kennen, einfach nur suchen und verstecken. Also halt, ja, verstecken kann man es nennen. Und ja, hier gibt es mehrere Sachen, als die man sich tarnen kann. Und dann hast du halt da ganz, ganz oben links, seht ihr, wie viele Sekunden wir halt Zeit haben, um uns zu verstecken. Und ja. Wie ihr gerade seht, haben die jetzt angefangen zu suchen. Da muss ich mich jetzt ganz schnell beeilen hier mit dem Verstecken. Verstecke ich mich mal hier drin. So. Oh, so ein perfektes Versteck. Gucken, von unten gucken. So. Wollen mal gucken, ob die uns finden. Ja, da unten links seht ihr halt, wie viele Leben ich habe. Das ist halt für jeden Prop anders. Zum Beispiel ganz kleine Dosen und Flaschen haben halt nur ein einziges Leben. Mäuse, also so eine PC-Mäuse, die haben nur null Leben. Also ich weiß auch nicht, wie das eigentlich geht, aber naja. Und dann gibt es halt auch die großen Kisten halt da mit 100 Leben und all so ein Kram. Und da seht ihr grad, hat mich jemand getötet. Mist! Und da seht ihr, hier ist gerade eine Milch, die sich versteckt. Da hätte ich mich auch verstecken müssen. Dann sind nur zwei Stück gestorben, so wie es aussieht. Mal gucken, was die sagen, wenn ich sage, ich sag Hallo zu YouTube. Da habe ich gerade was falsch geschrieben. Na, egal. Ja, da seht ihr schon, dass da manche wissen. Oder manche fangen schon an zu trollen hier, so gesagt. So wie ihr seht, ist ja gerade irgendwie so ein Aggro-Kiddy, so wie es aussieht. Aber naja. Dafür interessieren wir uns nicht. Für Kommentare gegenüber YouTube. Was ist er denn? Ach, der ist diese Dose. Also wie ihr seht, hier gibt es so manche Plätze, in denen es ganz schön ungerecht ist, sich zu verstecken, weil da halt fast keiner ankommt. Aber umso besser für die anderen, die das sehen. Also so wie ich hier gerade, zum Beispiel das hier, kann ich einfach als nächstes hier einfach hingehen und da mal gucken, ob da einer ist. Aber naja, und hier seht ihr jetzt so ein kleiner Milchkarton. Oder Waschmittelkarton, oder was es auch immer ist. Und, oh, er wurde entdeckt. Tja,
Was ist er? Ach, der ist diese kleine Dose da. Oh, 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 da kommt einer. Und der hat es noch geschafft zu entkommen. Naja, er sitzt ja wohl immer noch hier. Ach, sind nur noch zwei Stück am Leben, naja. Unter den anderen Teams sind ja noch viel mehr. Jedenfalls. Uff, was wollte ich sagen? Ach, egal. Gucken, ob ich nachher noch drauf komme. Oh, wie ihr gerade seht, hat einer ihn entdeckt. Oh, ganz schön schwer da eigentlich durchzukommen. Naja. Der lebt auch immer noch. Und da kommt er jetzt gerade. Oh, kommt der her hier? Mal sehen, mal sehen. Oh. Oh, jetzt hat er ihn entdeckt. Ah, jetzt hat er ihn. Komm, schieß, 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 schieß. Komm, 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 komm. Oh. Ah, der hat schon lange gebraucht. Naja, okay, jetzt sind wir hier die Sucher, haben natürlich so hier die Brechstange, dann haben wir noch mal Schrotflinte und das Maschinengewehr mit allen mit einer Granate drin, also Grenade Launcher so gesagt. Und ja, das kann lustig werden. Dann haben wir jetzt nur noch 10 Sekunden, bis es starten wird. Na, das könnt ihr ja bestimmt lesen. Und ja. Dann fangen wir mal an und gucken, ob wir hier mal ein paar Leute finden. Die meisten sind so schlau und verstecken sich gleich hier am Anfang, was die meisten gar nicht vermuten werden. Da ist zum Beispiel schon mal einer. Wo ist der hin? Ist da schon wieder einer drin oder was? Und mal gucken, ob ich da hochkomme. Ah, da war einer. Da haben wir schon mal einen. Ist bestimmt einer drin. Gucken, ob wir hier einen finden. Wir haben schon Leute nachgeguckt. Gucken, ob ich irgendwelche finde hier so. Da ist auch schon mal einer. Wo ist der hin? Ah, das mag ich nicht so an diesem Spiel, weil wenn man einmal irgendjemanden verfehlt, ist er so gut wie weg. Hoffen wir, dass wir irgendeinen anderen finden. Ganz schön schwer. Wir haben noch 1 Minute 40 Sekunden.
Los, komm schon, müssen wir schaffen. Ah ja, okay, es sind ja noch mehr als die Hälfte am Leben. Mehr als das Dreiviertel, könnte man sagen. Ja, okay. Oh, da ist einer. Da habe ich ihn gesehen. So leicht legt er mich nicht rein. Oh, jetzt leckt's gerade hier. Das war nicht gut. Muss der hin? Los, komm schon. Schon wieder ist er weg. Jetzt haben wir ihn erwischt, ja, und das war ein bisschen spät. Naja. Gucken wir, was es jetzt noch alles gibt. Draußen würde ich gern sein. Gucken wir, ob wir was Kleines finden, um mal ein bisschen ungerecht zu sein. Ich weiß, es an sich nicht so cool ist, aber naja. Oh, jetzt kommen die schon. Perfekt. Jetzt schnell weg hier. Da war das. Hier lang. Da und... Nein, shit, da komme ich nicht runter. Oh, das ist auch ganz schön schwer. Ah ja, gucken, ob ich runterkomme. Oh, hier komme ich runter. Oh, das ist mies. Das ist mies, sage ich nur. Komm ich da oben rein? Das wäre cool, wenn ich da oben reinkommen würde. Naja, sieht doch eigentlich so aus, ob ich da oben reinkommen würde, aber... Das ist bestimmt so eine unsichtbare Wand oder so davor. Oh, 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 oh. Hinten ist einer. Shit! Habe ich mir schon so gedacht, dass es hier irgendwie passiert. Aber wie? Wie hat er das geschafft? Naja. Es gibt halt so... Oh, da ist jemand ein Telefon. Was ich jetzt nicht gedacht hätte, dass es geht. Und da ist noch eine Dose. Was ist hier? Oh, das ist unsichtbar. Ha, wo ist der hin? Naja. Als ob man das nicht Cheaten nennen könnte. Oh, 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 jetzt sehen die's, jetzt sehen die's. Was, die haben das Telefon nicht gesehen, was da rumliegt? Und das Telefon nicht, ja, na klar. Upsala. Ja, ich benutze die Konsole ab und zu. Um mich selber zu killen.
falls mir langweilig ist, um andere aufzuregen irgendwie. Zum Beispiel bei irgend so Spielen, zum Beispiel dieses, das GmodZ oder ModZ oder wie das heißt. Wenn ich manchmal mit so einem Typen rumlaufe, die haben gesagt, nicht sterben, wenn du meine Sachen hast, dann bringen die sich halt selber um, so wie ich mit der Konsole halt. Danach habe ich dann, danach mache ich das auch und dann sehen die auf einmal, dass ich gestorben bin, dann regen die sich in der Falle auf und das finde ich immer voll lustig. Ich bin nicht der Typ, der da so irgendwie Sachen klauen tut, wenn andere mich da, mir da so vertrauen. Von daher töte ich mich lieber selber. Außer natürlich, wenn ich jemanden töte, dann nehme ich natürlich die Sachen mit, aber sonst nicht. Der hat ganz schön lange gedauert. Den werden sie garantiert nicht finden, was ich an sich auch ein bisschen ungerecht finde. Viele sind von, ja, die sind auch alle am Leben. Hier sind nur noch zwei. Und ja, wenn ihr so ein paar Lag-Spikes seht, dann ja, das ist normal, weil ich halt nicht gerade den besten PC habe, aber ich werde mal halt einen neuen kaufen, für die meisten, die es noch nicht wissen. Die von den oder so gesagt, bei den Let's Play Gamers habe ich das auch gesagt, dass ich mir einen neuen kaufen werde. Das wird ein MSI-PC sein. Und ja, die meisten sagen so, MSI, nicht gut, kauf dir lieber so ein und so ein. Und manche sagen halt Alienware-PC. Und ja. An sich würde ich auch gern Alienware-PC haben, weil ich mag den halt etwas mehr. Aber naja. Ich mag auch MSI. Und Alienware-PC sind an sich auch sehr teuer, von daher. Okay, Hauptsache ich kann bessere Videos machen, sag ich nur. Ja, und ich werde einfach mal Schluss machen für die Episode heute. Ja. Schreibt in den Kommentaren, was ihr denkt, was ich spielen soll. Einfach nur so, irgendwelche Kommentare, liken, abonnieren und ja, wir sehen uns zu der nächsten Folge vom Prop Hunt oder Team Fortress oder was ich halt noch sonst so spiele. Bis dann.